Hi YouTube, willkommen zum Türchen Nummer 12. Heute bin ich nicht alleine, sondern die Asuna ist bei mir. Hallo. Ja, heute wollen wir über unsere Anime, Manga und Cartoons reden, die wir in unserer Kindheit geschaut haben. Und dann gebe ich mal die erste Frage gleich an Asuna ab. Was war eigentlich dein erster Anime, den du in deiner Kindheit geschaut hast? Sailor Moon. Sailor Moon. Kämpfe Sailor Moon. Also bei mir war das, glaube ich, Mila Superstar. Ich glaube, das kennen nicht so viele. Also Mila Superstar ist eine Volleyballspielerin aus Japan. Und durch ihr bin ich darauf aufmerksam geworden, dass es überhaupt den Sport, die Sportart Volleyball gibt. Ja. So, die nächste Frage. Was war dein erster Manga? Mein erster Manga, das ist schwer. War, glaube ich, oh Gott, entweder war das Love Cotton, das ist so ein Romance-Modedesigner irgendwas, oder Azora Pop, oder Lebe deine Liebe. Ich wusste ja nicht, dass es auch noch verschiedene Bände von Mangas gibt. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bla bla bla. Sondern ich habe gedacht, jeder Band hat seine eigene Geschichte, so. Das war meine Theorie. Und dann habe ich mir mal den Band 2 von Lebe deine Liebe gekauft und ich denke mir so, hä, wieso ist das jetzt mitten in der Geschichte so? Wow, what the fuck, irgendwie, was ist da los? Und so, und ja. Einer von denen war mein erster, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Deiner? Also, mein erster Manga war, glaube ich, Naruto. Also, der Standard-Manga, den man unbedingt lesen muss. Habe ich noch nie gelesen. Aber ich glaube schon, dass du ein paar Episoden im Fernsehen gesehen hast. Ja, so, ja, klar. Ja. Ja. Okay, dein Lieblings-Weihnachtsfilm? Oh, wie heißt das? Diese eine Kuh, die dann fliegen lernt. Ah, ich weiß eh schon, welchen du meinst. Ja, der ist schön. Der ist echt süß. Also ich fand gut die Disney-Geschichte Nightmare Before Christmas. Den fand ich ganz gut. Oder die Serie auf Super RTL, Weihnachtsmann und KKG. Also das ist kein Ja. Film, sondern eher eine Serie, aber die ist so schön. Ja, die ist eher ein Weihnachtsmann. Sag mir, wie egal. Ja, und so weiter. ja. Was gibt's noch für Fragen von dir, Asuna? Also zum Beispiel, besitzt du irgendwelche coolen Manga-Anime-Sachen? Also zum Beispiel Figuren, Taschen, bla bla bla, sowas. Merchandise halt. Also, ich besitze ein Cosplay von The Legend of Zelda, also Link. Dann besitze ich noch einen Tippex von One Piece, Den hätte ich gerne. den mir eine chinesische Freundin mitgebracht hat aus China. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gab mal früher so eine Anime-Serie auf RTL Pucca hieß die. Und davon habe ich einen Spitzer, einen Bleistift und einen Marker. Cool, ja, ich habe eine Shirahoshi-Figur. Ich habe so irgendeinen komischen Anime-Anhänger, Manga-Anhänger von so einer, ich glaube, das war so eine Serie, die immer so gesungen haben, diese drei Maxi, die sind rosa, orange und lila oder so. Davon habe ich einen Anhänger, dann habe ich ein Naruto-Stirnband, dann habe ich, was habe ich noch alles? Ich habe halt so viele ganz kleine Sachen oder zum Beispiel habe ich Kopfhörer gehabt von Miku, die sind aber jetzt kaputt, toll. Dann habe ich noch eine Kuschel, Tier-Miku halt, diese normale Miku-Edition halt und keine Ahnung, was ich noch habe. Mir ist noch eingefallen, dass ich so eine kleine Stofffigur besitze von den Olympischen Spielen 2007 in Peking. Das war so eine kleine Stofffigur. Ich weiß nicht, ich werde, wenn ich, falls ich es nicht vergesse, werde ich es einblenden. Aber es ist so eine kleine Stofffigur von den Olympischen Spielen aus China. Ja, die habe ich schon mal gesehen. Genau, die wird man auch vielleicht in meiner Anime-Sammlung sehen, also im Video. Ja.
Ach so, na, was Dann mach. Ja. nächste Frage. Oh ja, was ich noch habe. Ich habe ein Mousepad von Vampire Knight. Ja. Oh, du hast doch auch noch Bettwäsche oder so Oh von ja, Vamp. stimmt. Oh, das Wichtigste vergesse ich. Oh mein Gott, ich habe sogar noch ein Polster. Ich habe noch eine Bettwäsche von Zero. Ich habe. Jetzt, wenn ich jetzt so durchs Zimmer schaue, dann fällt mir nichts ein, aber normalerweise habe ich wirklich viele Sachen. Ja, es ist zwar nicht Anime-Manga, aber ich habe eine BLP-Tasche. Das ist eine K-Pop-Band. Ja. Dann zum Beispiel eine nächste Frage. Warst du schon mal auf einer Convention? Also, ich war letztes Jahr in einem, auf der Made in Japan. Da war ich noch nicht. Wie ist die so? Also, die ist eigentlich eh ganz cool. Das ist, also letztes Jahr war es so, dass das so ein mittelgroßer Raum war, wo viele Stände waren mit Merchandise von Anime und Manga halt. Oh, da muss ich hin. Und vorletzten Jahr war ich auf der Anime Night. Die war ganz Ja, cool. ich war letztes Jahr auf der, also diesen Sommer halt war ich halt auf der Aninat in na, wie heißt Schwächert, es, Shokara? Schwächer. Und ja, war ganz cool, nur ich war am Sonntag und da war halt schon viel los, aber eben nicht so viel vom Programm her. Leider konnte ich nicht früher, weil ich genau, also um 3 Uhr in der Früh bin ich zurückgekommen von Bosnien und dann auf einmal, also so um 10 Uhr oder so, sind wir dann zur Aninight gefahren. Und das Lustige war, meine Freundin hat gedacht, die ist am nächsten, also nicht am 11., sondern am 17. glaube ich, war Ja, das ja. die wurde auch Und verschoben deswegen. ja, weil er, glaube ich, in einem Handballspiel oder hast du mir mal gesagt, war, oder weil Genau. spielt, ja. Egal. Und auf jeden Fall ist sie so, ja, weil ein Freund wollte noch mitkommen und der Freund hat dann gedacht, dass es am 11. war, was ja auch stimmt. Aber meine Freundin hat gedacht, dass es am 17. und sie hat ihn nur ausgelacht, dass er gedacht hat, dass es am 11. ist. Und ich habe ihn dann auch ausgelacht und dann später habe ich erst gecheckt, dass wir eigentlich so einen Film gemacht haben. Wir haben ihn ausgelacht, obwohl er recht hatte. Und dann ist er nämlich irgendwo hingegangen, dann noch am Abend. Und dann, auf einmal in der Früh, der so, ja, oh mein Gott, sterb, sterb, heute ist Januar. Der so, was, was, was? So, das ist wirklich cool irgendwie. Und dann haben wir uns ganz schnell so fertig gemacht und so und sind dann als Make-Cosplay dorthin gegangen. Ja, und meine letzte Frage wäre noch, was hältst du zum Thema K-Pop oder J-Pop? I like it. Ja, ich auch. Also, am liebsten mag ich die Band Girls' Generation, falls ihr wer kennt. Ja, sicher, die fast jeder, glaube ich. Und von den Boybooks mag ich Shiny. Ich mag schon nicht so sehr, ich weiß nicht. Zum Naja, Beispiel dieses. sie machen gute Lieder. Ja, aber zum Beispiel finde ich, ich liebe 21. Oh mein Gott, diese sind so cool. Lieblingslied von ihnen ist I'm the Best. Bam, ja, auf jeden Fall, das ist echt toll, das Lied. Und Boyband ist BLP, wie ihr fast jeder jetzt schon weiß. Und ja, von halt diesen J-Pop, unter Anführungszeichen halt Anime-Openings, liebe ich. Ja. Und Vocaloid. Oh. Also mein Lieblings-Anime-Opening ist von Angel Beats. Dieses Klavier, gell? Ja, das ist so schön. Ja. Meins ist von Another. Das ist wirklich gut gewesen. Der Horror-Anime, gell? Ja. Es kommt ein neuer Horror-Anime raus. Der ist irgendwas mit P. Ich weiß es jetzt gar nicht. Po-po-po-pipo oder so irgendwie. Und der ist unschön gezeichnet. Also also vom Zeichenstil glaube ich fast so wie Another. Und, aber es sind noch keine Folgen erschienen, Proxa. Deshalb warte ich jetzt ganz auf ihn. Also, ich freue mich schon. Naja gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Tschüss. Tschüss.